Hallo, hier bei Cardus Lego. Es geht weiter. Wir bauen hier und ich schaffe das hier, was wir bisher gebaut haben, was dem hier entspricht. Erstmal beiseite. Ich habe hier übrigens die Figuren auf die Kommandobrücke da gesetzt, damit die hier nicht so lose rumstehen. So, Auto haben wir auch, Motorrad haben wir auch und drei Paar Handschellen und ein paar andere Sachen. So, wir bauen Tüte 4 heute. Es geht übrigens hier rum. Ist bloß, dass jeder Bescheid weiß. Und mit Tüte 4 beginnen wir das Flugzeug. Also jetzt wird es erstmal wieder laut. Hier Tüte mit Kleinteilen. So. Ah, hier interessante Teile sehe ich schon. Und oh, das Teil finde ich cool. Schaut euch das mal an. Ist das diese helle? Das ist diese helle Farbe hier, der 1x4er. Schön. Oh, es sind doch ein paar Kleinteile. Ah, hier doch, das Teil finde ich schön. Sehr schön. Und es ist sehr bunt, aber es kommen dann auch noch hier diese Großteile dazu in der Extratüte. Die lasse ich jetzt aber auch erstmal hier. So, und Aufkleber werden wir natürlich auch brauchen. Ach so, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich war bzw. bin etwas krank. Also kann sein, dass meine Stimme etwas unschön klingt in manchen Momenten. Und der guckt auch nicht gerade erfreut. Ah, ich habe auch seine Atemmaske hier vergessen. Das ist natürlich ein Grund dafür. Wenn man hoch in die Lüfte geht ohne Atemmaske, da kann man schon mal grimmig gucken. Oder vielleicht dann auch nicht mehr. So, da ist er, unser Pilot. Ist leider nicht mittig, das stört mich gerade. Ich habe das gern schon zumindest einigermaßen mittig, also gefällt mir das besser. Genau, wunderbar. Hier Polizeistern und seine Weste und hier diese Schnallen stellen wir ihn mal hier hin. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Flieger. Genau. Das Schöne ist ja, auch wenn es mir nicht wirklich gut geht an sich, ich kann Lego-Videos aufnehmen, weil Lego-Bauen mich entspannt. So. Die Teile finde ich cool, diese kleinen stufenartigen und auch diese Halbkreise sind relativ neu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt kommt auch schon das erste Großteil hier, das Hinterteil vom Flieger, genau. Und hier kommen jetzt Aufkleber drauf. Das wird wieder lustig. Und zwar die Nummer 8 erstmal. Hier ist der Stickerbogen, ist auch gut. Nummer 8 ist der hier. So, Nummer 8. Wo kommst du hin? Du kommst hier hin. Gut, passt doch ganz gut. Nummer 8. Ich mache es jetzt hier noch bloß nicht ganz weit vorn hin, weil man sonst, wenn man hier so dran kommt, das abpellt und das möchte ich nicht. Das müsste jetzt die 6. Ne, so rum ist es richtig. Die 9. Die 9 ist es. Na, komm her, Nummer 9. Probieren wir es hier oben. So. Jetzt auch hier wieder Konzentration. Nein, du bist zu weit oben. Du musst noch mal ab. Ach, das liebe ich ja. Ja, schließt genau oben mit der Kante ab. Damit kann ich leben. Aber man kann es auch nicht abkratzen. Das ist gut. Genauso will ich das. So. Also nicht wundern. Ich meine das nicht ernst. Ich rede aus Spaß mit den Teilen. Also. Ich erwarte jetzt keine Antwort, nicht, dass man jetzt denkt, ich war da irgendwie blöd. Und hier diese Schräge finde ich auch interessant in der Farbe. In einem schönen Grün hatte ich so, glaube ich, auch noch nicht. Ich hole mir jetzt die Tüte hier hoch. Jetzt brauche ich nämlich das, was hier unter das Cockpit kommt. Und man sieht schon, es wird langsam ein Flugzeugrumpf draus. Machen wir mal so. So. Bisschen gelb.
Es ist generell recht bunt, was wir hier haben, wie man sieht. Also ich hoffe mal, man sieht das dann von außen nicht mehr so, weil ich schon gern hätte, dass das Polizeiflugzeug auch wie Polizei aussieht und nicht wie irgendein kunterbuntes Spaßflugzeug. Ja, wir werden sehen, aber von den Bildern her müsste es passen. Cockpit ist bedruckt, netterweise. Aha, und das hier ist zweimal das gleiche Teil, so wie es aussieht. Das Orange, ne, das sind keine Positionslichter. Hier sind solche 1x1-Teile. Hier ist noch eins. Und ein rotes Teil mit Clip. So, jetzt hier wieder was Kleines zum Extra bauen. Also so habe ich diese Teile auch noch nicht verbaut. Gelbe abgerundete Teile finde ich auch schön. Ich mag ja gelb. Okidoki, jetzt kommt hier das hin. Das kommt hier durch. Und das hier dran und dann kann man das wohl irgendwie drehen. Nein. Komm her. So. Ich vermute mal, da wird dann, genau, noch was durch die Löcher gesteckt. In dem Fall hier die roten Achsen. Und jetzt hängt das auch schön fest. Okay, das rastet dann hier ein, siehst du? Oder ja, sieht, man sieht es, glaube ich. Hier, man kann es runterklappen und es rastet auch wieder ein. So eine Bodenklappe, das finde ich toll. So, das hier hin, genau. So. Ah, es schließt sogar ungefähr mit den Farben hier ab. Finde ich gut. Na, komm her. So, jetzt hier wieder Lego Technik. Bis ganz ran? Ja, muss bis ganz ran. Jetzt hier noch was Kleines zum extra bauen. Und wow, der Flieger nimmt ganz schön Zeit in Anspruch hier, Tüte. Fair. So. Muss ja noch. Ach, hier liegt das. Ich wollte gerade sagen, so ein schwarzes habe ich gar nicht mehr. Aber habe ich doch. So. Das hier. Aber viel Technik eingebaut, also das ist natürlich, oh, wird einen Grund haben. So, das kommt jetzt hier hin. Ja, hier hin. Und das kann man, damit können wir hier irgendwie die. Aha, okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Damit können wir die Klappe aufdrücken von außen, weil die unten nichts zum Anfassen hat. Interessant. Ja, und hier sieht man jetzt auch, was das mit den. Nö. So ist es nicht gedacht. So ist es gedacht. Und hier kommen diese Runden dazwischen, genau. Ah, und hier kommt jetzt diese helle Farbe drauf, die blendet total. Ich frage mich, warum das hier verbaut wurde, aber ich finde es super. Ich mag diese Farbe. Die ist so, das kommt hier davor. Gelbe Schräge. Das ist wahrscheinlich die Sitzlehne. Oh, das wird aber ein schön bequemer Sitz für einen Pilot.
wenn er auch keinen Steuerknüppel zu bekommen scheint, aber der Sitz wird bequem sein. Das ist doch wichtig. Hier nichts drunter, nö, sieht nicht so aus. So, hier weiß. Und jetzt geht es ja doch recht fix. Bisschen müssen wir auch noch. So, hier und hier. Das Teil hier drauf und jetzt kommt die Tüte mal weg. Jetzt ist eben noch das Cockpit. So, das kommt hier drauf. Sieht auch wunderbar stabil aus. So. Das hier dran. Kommt eins hier hin. Und das andere vermute ich mal auf die andere Seite. Ach, da steht sogar Eject. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier Eject heißt irgendwie so viel wie rausschmeißen, glaube ich. Ist auch bei der Kassette so, also beim Kassettenspieler. Wenn du da Eject stehen hast, geht die Klappe auf. Also ich glaube, das heißt so viel wie rausschmeißen oder entnehmen oder weiß ich nicht. In der Schule hatte ich das noch nie gelernt. Deswegen kann ich jetzt hier bloß vermuten. Fliesen drauf. Aha, wir bauen ein Haus. Das sind zumindest solche Hausdachteile. Aber gut, jetzt hat man es doch gerade gesehen. Genau, das sind diese schönen Schrägen, wo ich so gespannt war bei dem ersten Lego-Haus, was ich hatte, wie das gemacht wird mit den Schrägen. So. Ja, das Cockpit noch. Das muss hier irgendwie so rum. Ja, doch, so rum muss es irgendwie rein. Ah, passt. Passt. Und jetzt muss hier auch noch Aufkleber hin. So, was ist das? Die 17. Gute Nummer 17. Ja, das wird knifflig. So, 17 hier und die 15 auf die andere Seite. Ah, kann sein, dass ich es nicht perfekt klebe und irgendjemand da beim Zuschauen die Krise kriegt. Da bitte ich um Verzeihung. Oh, da oben kommt auch noch was. Die 11. Damit man auch von oben sieht, dass das hier ein Polizeiflieger ist. Nummer 11 kommt hier so drüber. Ja, passt ungefähr. Und das kommt jetzt hier drauf. Ach doch, sieht doch nett aus. So, da haben wir Tüte 5, nee, Tüte 4 haben wir geschafft. Fast eine Viertelstunde, meine Güte, hat sich gelohnt. Und hier noch die alten Anleitungssymbole wieder. Sieht jetzt aber so aus. Naja, gut. So, haben wir ein bisschen was geschafft. Figur, Flugzeuganfang. Bis zum nächsten Mal dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Carlos Lego. Bis dann. Oh, tschüss.